So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Special. Wie der Zeit takt, weiß ich noch nicht. Von daher, mal gucken. Wir werden mal wieder ein bisschen Clicker Hero spielen, quasi als, kann man schon fast sagen, als dritte Staffel quasi. Wir hatten ja erst mit der Version 1E7 gespielt, dann hat man mit der Version 1E10 gespielt. Und jetzt kam vor kurzem die Version 1E12 raus. 1E11 habe ich komplett übersprungen. 1E11 raus. Und ja, die werden wir jetzt einfach mal spielen. Da hast du nämlich einiges getan. Also jetzt nicht so viel, ne? Aber ein bisschen was mit dem Clan-System hat sich wohl geändert und dies und das und Ananas. Und ich habe mir tatsächlich die Version komplett gedownloadet, spielt ja also komplett lokal, direkt die SWF-Datei. Ja, dem L-Datei dafür habe ich auch manuell selber erstellt, weil direkt Flash-Dateien öffnen kann zwar Firefox, aber Chromium, der versucht die Datei dann immer zu downloaden, was relativ viel Sinn macht, weil die Datei ist ja bereits gedownloadet. Eigentlich gar keinen Sinn. Auf jeden Fall kann man das Ganze in Vollbildmodus spielen. Da ich quasi einfach nur eine HTML-Seite erstellt hatte, wo die Flash-Datei einfach als ein einziges Element über den gesamten Bildschirm gestreckt ist. Natürlich nicht gestreckt, also das Canvas-Size-Gadget ist quasi gestreckt und gerendert wird natürlich in voller Auflösung, klar. Ja. So. Wir gucken erstmal ganz kurz, was ist hier los? So. Genau. Ah, genau. Sound hatte ich. Genau. Monster Sound ist deaktiviert. Musik ist deaktiviert. Alles andere Soundmäßig ist aktiv. Okay, das ist auch aktiv. Ah, gut. Dann muss ich mal gucken, ob das nicht vielleicht doch nervt. Ja, auf jeden Fall. Wir legen erstmal tatsächlich los. Man sieht komplett ein neuer Spielstand. Ja, genau. Mehr gibt es dazu auch erstmal nicht zu sagen. Von daher können wir eigentlich direkt einfach loslegen. Ach ja. Oh, ich bin gerade in der zweiten Zone. Ha. Dazu sei gesagt, ich spiele auch wieder ein bisschen. Ach komm, ich mach das hier mal aus. Ja, Katastrophe hier. Tschüss. Kann ich das später... Moment mal, wenn ich das jetzt wieder aktiviere... Oh. Sind denn die Sachen aktiviert, die ich aktiviert hatte, oder ist einfach wieder alles aktiv? Oh ne, das hier ist noch immer noch aus. Sehr schön. Nice. was wollte ich sagen? Ja, wenn ein bisschen stumm ist, kann ich auch mal hier und wieder einschalten, aber ne, solange ich rede, rede ich. Was wollte ich sagen? Genau, ich spiele auch privat wieder ein bisschen Clicker Hero. Einfach, weil ne, in letzter Zeit habe ich halt wieder vermehrt Bock drauf. Dazu kommt auch, dass ich auch quasi eine Art Grund habe. Ne? Wir familiär gehen immer ein bisschen spazieren und ne, beim Spazieren gehen perfekte Gelegenheit, Clicker Hero zu spielen. Ja, kam halt über Google, also über den App Store, kam auch ein Update rein, daher weiß ich, dass 1E12 draußen war. Wie gesagt, hat sich ein bisschen was geändert, können wir mal jetzt reingucken hier, Patch Note, hauptsächlich eigentlich das hier. Also dieses Raid-System wurde halt komplett überarbeitet. Hier massig ist alles wie dieses komische Raid-System. Ansonsten aber kaum was. Also, Immortal Locking ist auch alles Raid-System. Ist auch noch alles Raid-System. Genau. Das hier sind gerade mal die Informationen, die außerhalb davon stattgefunden haben. Wie gut, soweit das hier auch noch zum Clan-System gehört, zu diesem Raid-System. Ja, das gehört alles noch dazu. Alter, ist ja wirklich, ja.
Ah, also wie gesagt, auch außerhalb des Clan-Systems hat sich jetzt nicht so viel geändert. Aber das User-Interface wurde relativ gut überarbeitet. Das war ja bisher immer so. Achso, wir können hier auch mal kaufen. Ne? Was mache ich hier eigentlich gerade? Es war ja bisher immer so, dass man mit der T-Taste konnte man hier durchschalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf 25 war und dann Shift gedrückt habe und dann Shift wieder losgelassen habe, ist er früher immer auf 1 zurückgesprungen. Jetzt bleibt aber das, was ich quasi durchgeklickt, also durchgeschalten habe. Das heißt, man kann jetzt quasi dauerhaft auf seinem 25er-Modus bleiben. Und wenn man halt doch dann mal einen 10er-Schritt kaufen möchte oder einen 100er-Schritt mit einmal, kann man kurz Steuerung drücken, kaufen, Steuerung wieder loslassen und man hat wieder seine 25er-Schritten. Und nicht so wie davor halt die 1er-Schritte. Finde ich persönlich sehr geil. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, aber trotzdem an sich geil. Das auf jeden Fall. Ansonsten ist mir persönlich so erstmal nichts Neues aufgefallen. Nö, mehr eigentlich. Wie gesagt, die 1E12 spiele ich auch noch nicht so lange. Von daher gibt es da eigentlich noch nicht allzu viel. Was einem da irgendwie auffallen könnte. So, ich nutze mal lieber meine andere Maus. Ach, wie schön. Jo, genau. Das so viel auf jeden Fall dazu. Ansonsten, ja, man sieht auch schon ohne Kamera. Weil ich nehme diese Version jetzt, also dieses Let's Play, genauso wie mit GTA San Andreas, nehme ich gerade auf, wenn ich gerade Zeit habe. Das heißt auch mal morgens oder abends ganz spät, wenn es dunkel ist und die Kamera nur noch so ein Bild pro Sekunde hat. Und damit ich da halt nicht diesen Ballast habe mit, ne, deswegen habe ich gesagt, komm. Solche Sachen hier wie Clicker Hero oder auch, ne, GTA San Andreas habe ich ja genauso gemacht, wie gesagt. Ohne Kamera. Ansonsten meine Haupt-Let's Plays werden natürlich weiter mit Kamera laufen, keine Angst. Aber so diese eingeschobenen Let's Plays, da würde ich immer gucken, ob ich das mache, wenn es sinnvoll ist und wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten werden wir das auch wieder so machen wie bei den vorherigen Staffeln. Jetzt am Anfang kommen natürlich ein paar mehr Folgen, weil es am Anfang ein bisschen mehr zu machen gibt. Das heißt, es werden auch pro Tag garantiert viele Folgen kommen, also so 3 Folgen aufwärts. Und danach, Alter, ich hänge jetzt richtig fest, du merkst nicht mal. Ich will mal dieses Auto-Forwarding haben, Alter, ist ja ohne Auto-Forwarding, da bist du ja dumm und dämlich. Ja, am Anfang relativ viele Folgen logischerweise, weil es am Anfang halt am meisten zu tun gibt. Und später dann, im späteren Verlauf, wird es halt immer weniger. Hatten wir letztens auch dann bei der letzten Episode, da hatten wir dann auch plus noch, weiß nicht, pro Woche eine Folge? Oder war es pro Tag eine Folge? Pro Woche eine Folge. War das höchste der Gefühle. Und dann habe ich gesagt, komm, okay. Gibt es nichts Neues mehr. Und eine Folge alle 2 Wochen hast du auch keinen Bock drauf. Von daher war das ja der Grund, weswegen die letzte Staffel quasi dann beendet wurde. Ja. Deswegen machen wir jetzt hier auch nicht weiter, sondern quasi neue Version, neues Glück. Wir beginnen hier ganz von Anfang. So, ich hänge schon wieder auf den Oh, den muss ich aber noch hier kaufen. Dankeschön. Oh, schön hier. Ja, komm. Die unteren bringen uns eh noch nicht so viel. Wir sind am Anfang mit dem Klicken definitiv schneller. Aber sowas von definitiv. Tweebies und sowas können wir dann machen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Wenn wir quasi ZIT komplett aufgedingsabustert haben. Jetzt erstmal bringt das nicht allzu viel. Ach ja, ist noch was trinken. Ach Gott. Na komm, so. Ich bin übrigens ganz froh, dass das jetzt so relativ gut klappt, ne? Wie gesagt, ich hab mir jetzt direkt von
die Datei, diese Shockwave-Datei, Flash-Datei, ist direkt von clickerhero.com, also die offizielle Seite von clickerhero. Da habe ich quasi das Spiel gestartet, hat jetzt auch wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, warum es jetzt mit der Version 1.12 wunderbar klappt. Auf jeden Fall hat es auf Anhieb funktioniert mit clickerhero.com. Ja, von daher habe ich direkt von clickerhero.com dann auch die Shockwave-Datei runtergeladen. Und genau, quasi lokal gespeichert, wie gesagt, meine HTML-Datei geschrieben. Läuft also alles komplett lokal. Also ich weiß nicht, ob im Hintergrund irgendwelche Sachen aus dem Internet nachlädt, keine Ahnung. Kann ja sein, dass er irgendwelche Grafik noch nachlädt oder sowas. Auf jeden Fall war da wahrscheinlich auf jeden Fall, ne, sind solche Sachen hier wie Community und auch solche Sachen wie später Clan. Da arbeitet er natürlich mit Internetverbindung, logisch. Aber zumindest das Grundspiel an sich ist jetzt, die Grunddatei ist bei mir jetzt auch lokal auf dem Rechner. Was heißt, wenn später alle Stricke reißen sollten, weiß nicht. Server ist irgendwann down, alle Sachen weg. Habe ich jetzt immer noch die Datei, sprich, also ich kann später auch noch weiterspielen. und vor allen Dingen halt, wir haben jetzt die wunderschönen Vollbildmodus, keine Sachen, die irgendwie am Rand stören. Oder irgendwie sowas, ne? Alles wunderbar. Vollbild. So muss sein. Ich hänge schon wieder auf dem Level fest. Ja. Genau. Gott, mal für diese ganze Klicke hier. Ich will Autoklicker haben. Ist ja hier. Auch ich weiß ja noch, ne, am Ende der zweiten Staffel hatten wir irgendwie hier 2000 Rubis. Hatte ich ja gekauft gehabt, ne? Könnte ich jetzt tatsächlich auch wieder machen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, eben. Warum eigentlich nicht? Vielleicht haben wir später wieder diesen schönen Bug, ne, dass wir wieder hier massive Rubis bekommen können. ist mir bisher erstmal noch nicht aufgefallen, aber wer weiß. Ja, so, hier du mal. Ich weiß übrigens auch noch nicht, ob ich jetzt Feierabend mache und 15 Minuten Folgen mache oder ob ich doch 30 Minuten Folgen mache. Weiß ich alles nicht. Ach, mach, Alter. Okay, ich will mal auf den Klick haben. Gut, auf jeden Fall, also die erste Folge ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ich muss hier mal ein bisschen reinpayen. Das geht ja gar nicht. Ich weiß noch nicht, was ich mir hole. Letztens hatten wir hier Full In, ne? Da hatten wir das hier geholt. Hole ich mir das da auch wieder? Ja doch, komm. Keine Schaden. Da muss ich jetzt zwar wahrscheinlich jetzt direkt wieder über die Hauptseite machen, also hier clickerhero.com. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt hier so funktioniert. Werde ich ja sehen. Mache ich da auf, natürlich offscreen, klar. Hey. Diese 5 Damage pro Sekunde, Alter. Ist das süß. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns denn alsbald wieder. Bis dann.